Finden Sie den Eingang zum Pfad von Hurakan. Also, das soll auf jeden Fall da unten sein. Das heißt, wir gehen jetzt raus und rechts rum. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ein Lagerfeuer. Und da hinten liegt auch noch was. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Achso, das sind Bretter. Okay. Schade, dass kein Händler in der Nähe ist. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren. Tut mir leid, dass ich unterbrochen habe, Lara. Ja, ich habe jetzt den Bogen effizienter, wodurch Pfeile mit mehr Geschwindigkeit und Kraft abgeschossen werden. Schaden. Obwohl der eigentlich mehr Schaden machen soll. Und das war ja die Sache mit dem für Tieren mehr Schaden zu. Da haben wir noch ein Upgrade. Da können wir noch was machen. Und zwar die Präzision. Das ist doch schön. Das machen wir auch mal direkt. Sehr gut. Dann die Sachen kann man nur erhalten. Da hat man jetzt auch kein Update. Mal gucken. Das könnten wir noch gerade so machen. Das erhöht auch die Präzision. Ja, ja, machen wir das mal. Dann haben wir die nämlich auch endlich mal komplett. Und für die Pistole hätten wir noch was. Aber ich denke mal, dafür haben wir jetzt auch nichts mehr. Oder? Mehr Schaden? Doch, also dafür haben wir auf jeden Fall noch was. Dann hören wir doch mal den Schaden. Das ist immer wichtig. Präzision, Feuerrate ist natürlich auch nicht unwichtig. Nachladetempo. Munitionskapazität. Ja, das ist nicht schlecht. Nehmen wir das mal als erstes. Dann das Nachladetempo. Dann können wir die anderen beiden eh nicht mehr machen. So. Hier haben wir jetzt auch keine, oder? Haben wir noch ein Upgrade? Also wir hätten noch, aber wir haben nicht mehr genug von dem Zoll. Okay. Gut, dann wollte ich aber mal ganz kurz gucken. Die Schlangenwache ermöglicht den Kontakt mit Kultisten. Hat aber keine Vorteile. Das ist natürlich schlecht, weil ich hätte schon gerne was mit Vorteilen gehabt. Tunika des Fuchsbanks. Gewährt Bonus-EP für das Erlegen von Tieren. Konzentration. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken. Gewährt Bonus für Lautlos-Kills. Zusätzliche Munition. Reduziert erlittenen Schaden durch Kugel und Pfeile. Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das lieber anziehen. Weil mich das ein bisschen schützt. Ich hoffe, wir müssen dann nicht nochmal zurücklaufen. Doppelter Nahkampfwiderstand. Reduziert erlittener Schaden durch Nahkampfangriffe. Das hatten wir, glaube ich. Ne, das hatten wir nicht zuletzt. Erhöht die Munitionsmenge. Reduziert Schaden durch Kugeln und Pfeile. Ja, wenn ich jetzt wüsste, womit ich jetzt getroffen werde. Mit Pfeilen? Mit Nahkampf wahrscheinlich eher nicht. Also ich denke mal, ich werde das anziehen. Ja. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber, weil er hat mir natürlich jetzt die Schlangenwache gegeben, ermöglicht den Kontakt mit Kultisten. Ist natürlich schon gut, aber ich möchte halt ein bisschen gepanzert sein. So, oh, entschuldige, Lara. Bei den Fähigkeiten, haben wir hier noch was freigeschaltet? Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf 3 erfasste Ziele. Ah, okay, wenn wir jetzt noch einen Fähigkeitspunkt warten, könnten wir das machen. Sie spannen Ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkte? Herausforderungsobjekte. Ja, nehmen wir mal das. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt, aber ich nehme es jetzt trotzdem mal. So, muss ich mit dir nochmal reden? Nee, muss ich nicht. Okay, gut. Wenn du nicht mit mir reden möchtest, dann halt eben nicht. Da hinten ist noch Holz. Das ist, war da noch irgendwas? Moment. Da grad, ah, da. Sehr schön.
Wir sind für alles dankbar, was uns ein wenig hilft mit dem Dialekt. Und natürlich auch mit dem Punkt. Hat er das jetzt angenommen? Er hat es angenommen. Okay. Was bist du denn? Kann man mit dir reden? Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Ah, okay. Also, weiß ich jetzt schon mal, wofür ich jetzt diese Verkleidung bekommen habe. Sollen wir jetzt erstmal die Rebellen losbinden? Wieso ist hier eigentlich das eine Ziel nicht mehr drin? Normalerweise würde ich sagen, es ist ja hier in der Stadt. Machen wir das doch zwischendurch mal. Da müsste ich mich allerdings noch mal kurz umziehen. Was ist das? Der Kopf eines Streitkolbens, okay. Da noch irgendwas aus dem Holz. Gut, okay. Es tut mir leid, aber ich muss mich dann doch noch mal eben umziehen. Schlangenwache. So. Nein, geh raus. So, ich hoffe, dass wir das jetzt auch nur für diese Mission brauchen. Stimmt, ich hatte mich ja eben hier durchgequetscht. So, in welche Richtung ist schon gut? Da... Ah ja, stimmt, wir sind eben hier runter. Kann ich hier irgendwie... Achso, da ist für mich super. Hätte ich das vorher gewusst, okay. Da will man mal abkürzen. Und dann hängt man aus Versehen da drauf. Okay. Das ist jetzt links von mir. Mal schauen. Ach, ich kann auch sogar schneller rennen so. Ah. Zumindest soll das wohl schneller sein. Oh, okay. Ist mal nicht zu schnell hier. Muss ich an denen vorbei? Nee, der Typ soll hier links irgendwo sein. Ach, hier. Okay. Verflucht sollen sie sein. Hallo, red mit ihm. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Okay, ich habe nichts gemacht, Leute. So, kann man da irgendwie eigentlich auch rauszoomen? Ah, jetzt. Ich hoffe, ich laufe da jetzt nicht direkt drauf zu, weil ich will nämlich noch bei dem Rest weitermachen. So, da muss ich eigentlich hin. Das ist mir schon klar. Muss ich mit dir noch sprechen? So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert. Ermordet. Deswegen. Und danach grinst er dann, wenn er mir das gesagt hat. Ja, das ist doch wunderbar. Ah, da hinten ist er. Ich sehe ihn schon. Ich werde nicht betteln. Nee, aber du sollst mit mir reden. Hallo? Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Oh.
Ein Spion hat sie infiltriert. Das ist aber gar nicht gut. So, ich muss quasi immer hier draußen entlang laufen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Oh, Moment. Guten Tag, da ist was für mich. So. Da. Das verstärkte Messer. Auch ihr mit eurem verstärkten Messer, ehrlich. Ich bin aber mitten im Gebiet. Ist der hier oben oder Mutter, was? Vater, bald sind wir wieder vereint. Flop. Jetzt komme ich zu dir. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. Ja, das ist toll, dass dir das aufgefallen ist. Kommt mir das eigentlich nur so vor, weil das habe ich mir eben beim zweiten auch schon gedacht, oder sehen die alle gleich aus, die gefangen genommen worden sind? Kann ich da noch durchgehen? Achso, okay. Ach, hier ist nochmal ein Lagerfeuer. Aber muss ich das, Moment, muss ich das jetzt anklicken vorher? Dominguez so. Hat... Ja, tut mir leid, dass ich dich unterbrechen muss, Lara. Ich weiß nämlich nicht, ich habe das, glaube ich, vorher noch nicht gesehen. Und dann weiß ich nicht, ob der das jetzt registriert oder nicht. Das war doch jetzt... Nur die eine Sache, habe ich nicht zwei Sachen gesehen? Hm. Okay. Gut, hier ist offensichtlich jetzt nicht der zweite. Ist er wieder links von mir, hä? Denn hier drin? Habe ich mit der schon gesprochen? Ne, mit der kann ich jetzt gerade nicht sprechen. Ach so, da kann ich... Entweder habe ich die Quest schon angenommen oder ich kann mit ihr nicht sprechen, weil ich andere Klamotten an habe, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Gehst du da durch? Oh. Oh. Irgendwo solltest du jetzt eigentlich hier sein. Ne, jetzt ist es wieder weiter links. Die Rebellen wollen unbedingt, dass jeder weiß, wie schlimm Amaru wirklich ist. Aber sie sagen nicht, dass Paititi ohne Amaru und seine Geschäfte mit den Fremden schon vor Jahrzehnten in Vergessenheit geraten wäre. Glauben die etwa, wir hätten wegen ihnen Mais auf den Feldern oder Fische im Fluss? Amaru hat während der Hungersnot die Hilfe der Fremden angenommen. Die Rebellen haben sich nur über Bauchschmerzen beschwert. Amaru hat Paititi geeint, uns vor Hunger und Fäulnis bewahrt. Ich denke, wir schulden ihm, was immer er von uns verlangt. Okay. Übrigens, wenn ihr zwischendurch verwirrt seid, weil ihr was knacken hört, das ist meistens meine kaputte Schulter. Hier bin ich noch nicht gewesen, oder? Das ist eine Beleidigung von Kukulkan. Was ist passiert? Die Priester haben ihre Pflichten vergessen. Sie haben Kukulkans Ankunft nicht verkündet. Die Leute waren sich dieses Weges durch die Straßen wohl bewusst. Aber das reicht nicht. Der große Lichtstrahl erhellte die Stadt nicht, wie er sollte. Wer weiß, was im Tempel der Sonne vor sich geht. Oh, da ist noch ein Grab, sehe ich gerade. Okay. Ja, ich muss aber jetzt erstmal hier weiter. Es tut mir leid. Götter, ihr schicktet die Verstoßenen mit eurer Weisheit, doch nur wenige hören zu. Was ist das? Pünktchen. Oh, aber ich glaube, da war ich schon mal, oder? Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Okay. Rechts hoch. Feiglinge, wir alle. Ach da, guten Tag. Aber da stand doch einer. Beobachtet der mich denn nicht? Redest du mal mit mir? Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen.
So, zurückkehren heißt dann wohl, denke ich mal, hallo? Heißt dann wohl da oben, ja, nicht ganz. Da ist die Schädelhöhle, aber ich muss auf jeden Fall in die Richtung zurückkehren. Das heißt, wenn ich das gemacht habe, kann ich dann auch wieder nach unten und mit der normalen Hauptquest weitermachen. Entschuldigung. Glaube ich überhaupt noch in die richtige Richtung? Moment doch. Okay, dann mache ich das mal eben, weil dann kann ich mir nämlich auch was anderes anziehen. Und ich hoffe mal... Hast du mich gerade beleidigt oder was? Geht es noch? Achso, hier... Ah, Moment. Hier geht's weiter, aber... Achso, dann komme ich unten in den Teil. Okay, dann laufe ich hier erstmal am Wasser entlang. Da ist ja oben auch noch irgendwo so eine Brücke. Habe ich mit dir schon... Bist du ein Händler? Hallo. Ich habe viel Handelsware. Ja, das ist gut. Stärke, Schaden. Ja, keine Ahnung. Die haben wir... Haben wir die nicht gekauft? Nee, die haben wir nicht gekauft beim letzten Mal, oder? Ich will auf jeden Fall erstmal was verkaufen. Ich habe so viel von dem Gold immer wieder... von dem Gold, Quatsch. Von dem... Ja, das war eine ausgezeichnete Wahl. Das ist die Medizin. Ja, ich habe eh keine Ahnung, wie ich mich heilen soll. Ich krieg's ja irgendwie nicht hin. Aber die Hälfte behalte ich trotz... Moment, das war doch... Genau, Golderz. Geschäfte mit Händlern. Okay. Achso, damit kann ich Maximum einstellen. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Jadeerz ist auch für die Händler. Das war eine ausgezeichnete Wahl. So, wenn, um Effekte von Ausdauer vorübergehend zu verbessern. So, da habe ich eh keine Ahnung. Die Götter Ahnung sind für uns. Fellfit. Adlerfedern, Kondorfedern. Konzentrationspflanzen. Ja, die habe ich ja auch. Das wird nicht bestimmt nützlich für dich sein. Die brauche ich ja noch zum Herstellen. Deswegen lassen wir die mal. Die brauche ich eigentlich zum Her... Ja gut, die findet man jetzt auch schwer, ne? Wahrnehmungspflanzen. Um die Effekte von Wahrnehmung zu verbessern. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Stoff brauche ich aber, glaube ich, so noch. So, was ist denn hier mit jetzt? Stiefel, Partie zu erreichen. Mehr tierische Ressourcen aus jeder Quelle. Okay. Ja, braucht man jetzt nicht unbedingt, ne? Geräuschlose Pfeile. Feuerpfeil. Ein Langbogen, dessen Konstruktion vom alten inspiriert wurde. Schaden. Aber ich meine, den habe ich schon gekauft, oder? Schlangenholzboden und ich bin immer bereit zum Handeln. Oder so. Das muss ich mir merken. Habe ich mit dir schon gesprochen, Mütterchen? Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Aber sind hier jetzt ernsthaft verbrannte Maiskolben am Verkaufen? Ja. Okay. Da ist die Brücke, glaube ich, die ich gesucht habe. Genau. Jetzt muss ich mal eben gucken. Da ist die Höhle, aber wir wollen nicht zur Höhle, wir wollen ein Stück weiter nach links. Stimmt, da sind wir eigentlich hochgekommen. Ich hoffe, es ist auch noch auf der gleichen Anhöhe wie die Höhle. Ja, es ist wohl doch noch... Oh, Hilfe. Aber es ist doch noch in der Höhle, oder nicht? Ich denke mal nicht, dass die woanders hingegangen sind. Ich denke mal nur, das zeigt nur an, dass es halt dahinter irgendwo ist. Ja, weil das hier nämlich tiefer gelegt ist.
Holz hätte ich doch eben verkauft, ne? Genau. So, mit dir muss ich, glaube ich, sprechen. Kann das sein? Du bist als Erste zurück? Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Der Spur folgen, okay. Den weißen Baum finden. So, also, wir haben jetzt hier eine neue Quest bekommen. Die werden wir jetzt aber definitiv erstmal nicht machen. Die ist auch gar nicht... Doch, da hinten ist die eingezeichnet, okay. Wir machen jetzt die Hauptquest weiter. Kann ich mir das hier angucken eigentlich? Nee. Überlebensguide, Artefakte, Nebenmission, Königshorn habe ich gemacht. Und die Säule ist halt was Neues. Freiheit dürfte dann... Ach nee, das sind ja alles Nebenmissionen. Aha, aha. So, dann ist das wahrscheinlich jetzt die Hauptmission, nehme ich mal an. Ja, so wirklich kann man sich jetzt nicht angucken. Okay, also ich würde jetzt einfach mal behaupten... Ja, oder soll ich jetzt das Ding doch anbehalten? Also ehrlich gesagt würde ich jetzt lieber die Klamotten umziehen. Nee, ich wollte keinen Fähigkeitspunkt. Ich würde die schon lieber umziehen, dass ich halt ein bisschen gepanzerter bin. Ich weiß halt nur nicht, ob die Leute dann auch so richtig mit mir reden. Wahrnehmung, doppelter Nahkampf, Kugeln und Pfeile. Also ich würde mich gerne wieder so anziehen. Ich hoffe, Leute, dass das für euch okay ist und ihr trotzdem noch mit mir redet, alle von der Rebellion. Ich muss jetzt aber erstmal eine Pause machen und ich denke mal, dass ich auch generell dann hiermit beenden werde, weil ich mich jetzt erstmal ums Abendessen kümmern muss. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.